Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute fangen wir mit der Reihe der Motivtorten und das Backen und alles an. Und ich habe direkt für euch eine Motivtorte, und zwar meine allererste Motivtorte und auch noch meinen allerersten Kuchen, den ich je gebacken habe. Also Jubiläum für beides. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Ich habe jetzt einmal meinen fertigen Kuchenteig. Das ist ein Wunderkuchen, den ich dann in drei Teile zerschneide. Das ging nicht wirklich einfach mit dem Teil. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Also werde ich mir, denke ich, irgendwann mal eine andere Kuchensäge anschaffen. Aber unterm Strich habe ich es geschafft. Und als nächstes nehme ich mir dann meine Platte, wo ich ein bisschen von der Buttercreme drauf schmiere, damit der Kuchen nicht verrutscht, und lege da die erste Schicht drauf. Die habe ich mit ein bisschen Vanillesirup getränkt. Ja, ich weiß, der ist gekauft, aber den hatte ich gerade noch da und dachte, das wäre eine schöne Idee. Und dann habe ich das Ganze noch einmal mit Marmelade bestrichen. Da hätte ich auch eigentlich die Marmelade noch etwas feiner machen können. Und darauf habe ich dann eine sehr, sehr großzügige Portion von der Buttercreme drauf gemacht. Für die Buttercreme und auch den Kuchenboden werden auf jeden Fall noch Videos folgen. Ja, das Ganze habe ich dann auch einmal versucht, relativ gut zu verteilen. Und darauf habe ich dann die zweite Schicht gegeben und das Ganze wieder von vorne. Zum Schluss noch den Deckel drauf und dann ging das Ganze für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank, damit das alles fest wird. Dann habe ich das Ganze rausgeholt und das erste Mal mit der Buttercreme eingestrichen. Und das, obwohl das sogar die erste Schicht war, hatte ich da wirklich Probleme. Versucht, das Ganze so glatt wie möglich zu machen, aber wie ihr seht, also ich habe da echt Probleme mit gehabt und das hat auch gedauert. Ich habe das Ganze dann nochmal abgezogen, den ganzen Überschuss, und das Ganze wieder für 2 Stunden in den Kühlschrank getan und dann die zweite Schicht drauf gemacht. Ja, und im Hintergrund seht ihr dann meinen Hund da betteln, der hat die ganze Zeit gehofft, dass für ihn ein Stückchen abfällt. Die zweite Schicht habe ich dann auch einmal abgezogen, so gut wie es ging. Ich habe es versucht, so gut wie es ging, und unterm Strich hat mir dann das Endergebnis einigermaßen gut gefallen. Ich weiß auch nicht, ich denke mal, das ist alles ein bisschen Übungssache. Und das Ganze habe ich dann einmal über Nacht in den Kühlschrank getan. Ich denke, es reichen auch nochmal so 2 Stunden oder 3 oder 4. Am nächsten Tag habe ich mir erstmal was Weißes von Dant weich geknetet und habe das dann in diese Form, die ich hier habe, reingepresst, zumindest ein kleines Stück davon. Und die Form habe ich vorher mit Speisestärke ausgepudert, damit das nicht so klebt. Und auf dem weißen Stück habe ich dann schwarzen Fondant, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Fondant, drauf gemacht. Das Ganze habe ich dann gut angepresst und die Überschüsse abgeschnitten, so gut wie es ging. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen beiseite gestellt, damit das was antrocknen konnte. Als nächstes habe ich mir etwas von dem weißen Fondant genommen, das hört sich auf jeden Fall jetzt richtig an, den gut durchgeknetet und den dann mit einem schönen Braunton eingefärbt. Dafür habe ich wirklich sehr großzügig braun genommen, und hier ist auch schon für mich meine nächste Fehlerquelle. Beim Einfärben sollte man definitiv Handschuhe tragen. Ich hatte danach richtig schön die Finger eingesaut. Das Ganze habe ich dann so lange geknetet, bis es dann halt braun war und auch meine Finger braun waren. Nachdem ich den Farbton erreicht hatte, den ich haben wollte, habe ich einmal mir den Tisch ein bisschen eingepudert, damit der da nicht dran kleben bleibt, und auch ein bisschen auf den Fondant drauf gemacht und den einmal gut und großzügig ausgerollt. Also ich würde jetzt sagen, vom Gefühl her waren es ungefähr 3 cm Dicke, ich kann es aber nicht genau sagen. Ich habe dann immer wieder zwischendurch mal hochgehoben und unten drunter wieder gepudert. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen zu viel gepudert. Irgendwie war da doch dann sehr viel, aber er hat nicht am Tisch geklebt. Das war auf jeden Fall schon mal was. Und dann habe ich den Fondant einfach versucht, vernünftig gerade über den Kuchen zu legen. Und eigentlich muss ich sagen, dass das sehr gut geklappt hat. Und wie man sieht, habe ich viel zu viel von dem Fondant genommen. Also da habe ich auch noch echt gar kein Gefühl für. Man hätte auch viel, viel weniger nehmen können. Dann habe ich das Ganze einmal ringsherum angedrückt und die großen Überschüsse einfach abgeschnitten.
Das Ganze habe ich dann noch einmal mit diesem Glätter bearbeitet, die ganzen Ecken versucht ein bisschen schöner zu machen und obendrauf. Und ich finde es echt ehrlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehr gut sieht, aber durch das Nudelholz habe ich wirklich auf dem Fondant richtige Katschen gehabt. Und das war dann natürlich nicht mehr so schön. Und habe dann als nächstes mir wieder etwas schwarzen Fondant ganz dünn ausgerollt und habe mir dann da so eher Ecken rausgeschnitten. Und davon habe ich 4 Stück gemacht und die habe ich dann mit ein bisschen Lebensmittelkleber an den Ecken dran geklebt. Als nächstes habe ich dann diese Brosche aus der Form genommen und die in die Mitte geklebt. Und da muss ich sagen, die ist leider echt ein bisschen zu klein gewesen, also proportional. Ich fand das unterm Strich nachher nicht mehr so schön, das hätte einfach größer sein müssen. Dann habe ich hier einmal so ein Tool, wo man so Nähte mitmachen kann. Und da bin ich einmal ringsherum gefahren, über das ganze Buch, damit das halt aussieht, als wie wenn das wie früher genäht worden ist. Mit dem anderen Tool habe ich dann einfach versucht, so Rillen nachzuziehen, so wie das halt im Buch hat, also damit das aussieht, als wenn da vorne Blätter wären. Im Nachhinein wäre es natürlich logischer gewesen, vorne eine andere Farbe, also halt weißen Fondant zu machen oder sonst irgendwas in dieser Richtung, aber der Gedanke kam mir leider erst etwas spät. Ja, zum Schluss habe ich dann noch mit der Lebensmittelfarbe da Worte drauf geschrieben oder versucht, das drauf zu schreiben. Da ich halt keinen Buchstabenausstecher hatte, habe ich das Ganze versucht, mit der Lebensmittelfarbe zu machen. Und zum Schluss, was man hätte auch weglassen können, das war einfach too much. Zum Schluss habe ich das Ganze versucht, noch mit ein bisschen Goldpuder zu bepudern. Aber unterm Strich fand ich das dann doch etwas zu viel. Als ich dann so ungefähr bei der Hälfte war, dachte ich, das ist zu viel. Aber es sah jetzt halb auch nur blöd aus, also habe ich das dann doch nochmal zu Ende geführt. Ja, und fertig war dann halt meine erste Motivtorte. Also ich fand sie jetzt nicht gerade sehr schön vom Optischen her. Aber gut, es war meine erste und aus Fehlern lernt man. Und mit ein bisschen Übung denke ich, dass wir das doch alles ein bisschen besser hinbekommen. So, das war meine Motivtorte. Fehlerdiagnose ist auf jeden Fall, ich habe noch extreme Probleme mit dem Einstreichen von der Buttercreme und natürlich mit dem Verzieren, da ist auch noch ganz großer Handlungsbedarf. Allerdings habe ich natürlich auch noch nicht so die Materialien, die man über die Jahre hinweg sich dann anschaffen wird oder einige angeschafft haben. Und das besitze ich halt alles noch nicht. Also ich habe das halt alles versucht, mit dem, was ich hier habe, irgendwie umzusetzen. Schreibt mir doch einmal in die Kommentare, was ich noch anders machen kann, wo ich mich verbessern kann. Ich würde mich auf jeden Fall über Tipps und Tricks von euch freuen. Und solltet ihr jetzt auch gerade angefangen haben, Motivtorten oder überhaupt Kuchen zu backen, dann seid ihr natürlich bei mir auch ganz richtig, weil dann werden wir das Ganze jetzt mal einfach mal zusammenwuppen und irgendwie zusammen auf die Reihe kriegen, dass wir schöne Torten auf langer Sicht gesehen hinbekommen und atemberaubende Motivtorten hinbekommen. Ja, das war's schon mit dem Video. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.